Sehr geehrter Herr Weitz, sehr geehrter Herr Winterfeld, liebe Referentinnen, liebe Mitwirkende, liebe Teilnehmende, herzlich willkommen zum Fachtag Standards in der außerschulischen Medienbildung in Dresden. Das Veranstaltungsteam freut sich sehr, dass Sie und ihr alle heute hierher gefunden habt, und wir sind sehr gespannt auf diesen Tag, was das Ergebnis auch heute sein wird. Es gibt drei maßgebliche Organisatorinnen und Organisatoren zu benennen, die quasi eine UAG gebildet haben in dem Netzwerk Medienbildung Dresden. Da ist zum einen Peck Ködel, sie ist die Sprecherin des Netzwerkes und unter anderem bei Medienfuchs und Cyber4Kids aktiv. Klaus Winterfeld, er ist tätig beim Sachgebiet Medien und Soziokultur am Kulturamt Dresden, der Landeshauptstadt. Und Klaus Detlef, einige werden ihn vielleicht mit dem RISA e.V. verbinden können, er ist noch dazu freischaffender Medienpädagoge. Und stellvertretend für das Team moderiere ich heute durch den Fachtag. Ich bin Christian Kurzke, Studienleiter an der Evangelischen Akademie in Meißen und dort zuständig für den Studienbereich Jugend, also alles, was die Aufwachsensbedingungen von Kindern und Jugendlichen betrifft, thematisiere ich dort. Vielleicht zu Beginn noch einige ganz wenige einführende Gedanken meinerseits zu dem heutigen Tag. Vielleicht lassen Sie mich ein wenig groß, ein wenig pathetisch beginnen, denn wir sind hier an einem historischen Ort. Und es ist eine ziemlich unrühmliche Geschichte und auch eine menschenverachtende Geschichte, die sich mit diesem Ort verbindet und die ihn auch geprägt hat. Und es ist meines Erachtens wunderbar und regelrecht wichtig, dass dieser Ort heute geprägt ist von Aufklärung, von historisch-politischer Bildung. Demokratie, Partizipation spielen quasi heute hier eine ganz zentrale, eine wesentliche Rolle. Und Organisationen, Veranstalter wie wir können den Ort heute nutzen, buchen. Wir können diesen Raum verwenden und Veranstaltungen umsetzen. Das ist, glaube ich, wichtig, auch wenn es trotz allem eine Art Museum ist. Das, was hier heute aber gelingen soll und was für heute geplant ist, ist gewissermaßen nicht museal, sondern zukunftsorientiert. Vielleicht wird es also perspektivisch so sein, dass sich die eine oder andere Person oder Institution in Zukunft daran erinnern wird, dass die Veranstaltung Teil des Prozesses war hier in Dresden und dass hier ein zentraler Schritt auf dem Weg zu Medienstandards in der außerschulischen Medienbildung in Dresden gegangen worden ist. In meinen eigenen Strukturen innerkirchlich muss ich mich auch immer wieder rechtfertigen, warum das, was ich tue, was ich anfasse, was ich thematisiere, denn jetzt in irgendeiner Form etwas mit dem Christlichen, mit dem Evangelischen zu tun hat. Standards in der Medienbildung ist für viele innerkirchlich sehr weit hergeholt. Ich antworte dann immer recht knapp und zackig mit der Feststellung, dass auf allen Ebenen, in denen es um die Belange, die Rechte, den Schutz von Kindern und Jugendlichen geht, es zwingend ist, dass sich Kirche dafür einsetzt, sich dafür stark macht. Aufgrund eines christlichen Werteverständnisses. Und sicherlich haben wir auch heute bei dem Veranstaltungsthema jede Menge Bezugspunkte dazu, auch wenn die nicht direkt oben aufliegen. Sie werden und ihr werdet meine Intention sicherlich recht schnell erkennen. Medienbildung und Medienstandards sind keine exotische Spielwiese, sondern elementar im Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen und deren Platz in unserer Gesellschaft. Ein kleines Beispiel verdeutlicht vielleicht die im Herbst veröffentlichte sogenannte Medien-PISA-Studie der OECD. Dort ging es um die digitale Bildung und eine zentrale Erkenntnis ist, dass es bei der digitalen Bildung mehr um Qualität statt Quantität gehen sollte im Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Die haben zum Beispiel dort festgestellt, dass der Lernerfolg und die Nutzungsdauer in einem umgekehrten Verhältnis zueinander stehen. Je moderater und zielgerichteter die Technologie genutzt wird, desto größer ist beispielsweise der schulische Lernerfolg. Die Vorteile der digitalen Bildung an Schulen sind laut dieser Studie der spielerische Zugang zu Wissen und die personalisierte Ausbildung, wie auch das kooperative Lernen, was dort mit auf den Weg gegeben wird. Und eine andere, für mich noch wesentlich essentiellere Erkenntnis ist, dass in Deutschland Schüler und Schülerinnen aus besser gestellten Schichten das Internet mehr zur Informationsbeschaffung nutzen als sozial benachteiligte Jugendliche.
Und schon sind wir wieder bei der Einstiegsfrage, wofür brauchen wir Medienstandards und warum hat das vielleicht auch etwas mit dem Miteinander in unserer Gesellschaft zu tun? Wenn Mediennutzung, Medienkonsum, bestimmte Medieninhalte sich auch ganz konkret mit den sozialen Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen verknüpfen lassen, dann gilt es hier etwas zu tun. Soweit vielleicht ein erster einführender Gedanke meinerseits. Das Programm in den Details kennen Sie, ich würde das gleich im Anschluss nochmal vorstellen. Und wünsche uns allen jetzt erstmal ein gutes Gelingen, eine intensive Veranstaltung und ja, viel Austausch in den Diskussionsrunden, aber auch in der Pause des Fachtages. Vielleicht jetzt auch noch ein organisatorischer Hinweis, damit er sich festsetzt in den Köpfen. Wenn nachher Pause ist, haben wir die Bitte, dass sich alle, die sich noch nicht in die zwei teilnehmenden Listen eingeschrieben haben, nochmal dorthin gehen und sich dort eintragen. Das ist wichtig, weil darüber akquirieren wir die Fördermittel dieser Veranstaltung. Und wenn Sie sich wundern, warum ich unbedingt in ein Mikrofon spreche, trotz einer überschaubaren Personengruppe, das hängt mit der Dokumentation der Veranstaltung zusammen. Wir versuchen also auf verschiedenen Ebenen zu dokumentieren. Damit der Ton gut verständlich ist, sprechen wir trotzdem in die Mikrofone. Soweit vielleicht als erstes. Nun freue ich mich, dass noch zwei Personen zu uns gekommen sind und aus ihrer Perspektive noch sich mit Grußworten an uns wenden. Und zuerst wird zu uns sprechen Christoph Weitz. Er ist Vizepräsident der Sächsischen Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien. Ich freue mich, dass Sie zu uns gekommen sind und bin gespannt auf Ihre Gedanken. Herr Kurzke hat in seiner Anmoderation mir ein klein wenig etwas vorweggenommen, weil ich wollte Ihnen im Zusammenhang mit diesem Gebäude erzählen, dass ich vor meiner Tätigkeit als Mitglied des Medienrats der Landesmedienanstalt in Sachsen Mitglied des Beirates der Stasi-Unterlagenbehörde war. Damals hieß die noch Birtler-Behörde und ich bin natürlich auch zur Außenstelle nach Dresden gefahren, habe mir die Archive angesehen. In diesem Gebäude war ich noch nicht, aber ich bin ganz glücklich, dass der Zufall dazu geführt hat, dass diese Tagung heute hier stattfindet, weil ich denke, es wird ein Punkt besonders deutlich, der vielleicht auch für Ihre Arbeit von Bedeutung ist, vielleicht auch für die heutige Tagung von Bedeutung ist. Weil bei diesen ganzen Gesprächen, die wir im Beirat geführt haben, wurde immer wieder deutlich, wie wichtig es ist, dass diese historischen Gebäude unterstützt werden, die eine besondere Ausstrahlung haben, durch die Dokumentation und die Berichte von Zeitzeugen, weil damit ein besonders emotionaler und direkter Bezug zu der erlebten Geschichte und den Emotionen der Beteiligten möglich ist. Wir haben in der Versammlung vor kurzem in der SLM die Möglichkeit gehabt, Herrn Richter, er ist Direktor der Landeszentrale für politische Bildung hier in Sachsen, sprechen zu dürfen. Und er hat dieses Thema der Zeitzeugen in einem Gespräch mit uns angesprochen, weil er gesagt hat, dass das natürlich ein ganz entscheidender Punkt ist, mit dem man Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene erreichen kann und ihnen einen Zugang zu unserer Geschichte vermitteln kann. Aber er sagt, es gibt einen weiteren Punkt und der ist, dass man diese Zeitzeugen nie isoliert betrachten darf, sondern dass man das, was sie berichten, werten muss, einordnen muss, sozusagen einen Rahmen dafür geben muss und dass nur in diesem Rahmen dann die Aussagen der Zeitzeugen eine besondere Bedeutung gewinnen können und die Kinder die Möglichkeit haben, das einzuordnen. Und da sind Sie als Pädagogen und Medienpädagogen natürlich auch in einer besonderen Verantwortung, weil das, was Sie tun in diesem besonderen Feld, ist nicht nur, dass Sie Jugendlichen und Kindern vermitteln, wie man ein Mikrofon hält oder eine Kamera bedient und eine Schnittsoftware nutzt, sondern auch Sie schaffen es, dass das, was mit Medien dokumentiert wird, im besten Fall eingeordnet und von den Kindern reflektiert und bewertet wird. Und insoweit ist es ein ganz glücklicher Zufall, dass wir heute in diesen besonderen Räumen sind und sozusagen auch einen Bezug finden zu dem, was Sie tagtäglich tun und womit Sie sich beschäftigen. Sie sind heute hier, um darüber zu diskutieren, welche möglichen Standards, Bildungs- und Medienkompetenzangebote
zugrunde gelegt werden kann oder zugrunde gelegt werden sollten. Und so verstehe ich es, die Mindestvoraussetzung für Ihre Arbeit zu definieren und im Idealfall so etwas wie einen Goldstandard zu beschreiben, mit dem auch Evaluierungen Ihrer eigenen Arbeit zukünftig möglich sein sollten. Da ich als Mitglied des Medienrates regelmäßig über medienpädagogische Förderanträge sitze und gemeinsam mit Herrn Buchele, den Sie vielleicht auch kennen, er sitzt hier in der zweiten Reihe von der SLM, schönen guten Morgen, da sitze und eine Auswahl treffen darf oder auch Ablehnung begründen muss, kann ich Ihre Arbeit an solchen Standards nur begrüßen, da damit auch für unsere Arbeit hoffentlich eine Erleichterung eintritt und wir medienpädagogischen Angebote, fachliche Qualifikation und nicht zuletzt Förderanträge besser unterscheiden und bewerten können. Bevor ich darauf weiter eingehe, will ich einen zweiten Aspekt Ihres heutigen Treffens hervorheben, den der Kommunikation. Dass Sie sich untereinander austauschen und als Akteure der Medienkompetenzvermittlung in Sachsen sich noch enger vernetzen. Diesen Aspekt schätzen wir als SLM sehr hoch ein, denn wir sehen es als wichtige Aufgabe im Bereich der Medienkompetenzförderung an, den pädagogischen Fachaustausch zwischen verschiedenen Akteuren und Interessengruppen zu unterstützen. Und deshalb fördern wir auch den heutigen Fachtag. Es ist für uns wichtig, dass auf diese Art und Weise Erfahrungen und Kenntnisse zwischen Ihnen allen ausgetauscht werden und durch diesen Erfahrungsaustausch der Prozess der Anpassung an zukünftige und wandelnde Anforderungen der Medienpädagogik stimuliert wird. Vor gut 2,5 Jahren, der ein oder andere wird dabei gewesen sein, im März 2013 haben wir gemeinsam eine Fachtagung mit dem landesweiten Netzwerk Medienpädagogik Sachsen im Sächsischen Landtag durchgeführt. Ziel war es damals, die Profilierung der medienpädagogischen Arbeit in Sachsen anzugehen. Es sollte eine temporäre Plattform gebildet werden oder geschaffen werden, um Vertreter aus Politik und Verwaltung ins Gespräch mit den medienpädagogischen Akteuren zu bringen und gemeinsam über Ziele und künftige Ansätze zur Stärkung der Medienkompetenz in Sachsen zu diskutieren. Damals haben rund 200 Akteure aus Politik, Verwaltung und Medienbildung sowie der schulischen und außerschulischen Bildung zusammen diskutiert und letztlich wurden 12 Thesen formuliert, von denen ich eine vortragen möchte. Medienbildung wird als eine Querschnittsaufgabe definiert, die vernetztes Denken durch das Setzen von klaren gemeinschaftlichen Zielen, der Ressourcenbildung und durch eine öffentliche, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit gefördert wird. Diesem Ansatz kommen Sie heute in bester Weise nach und beleben jeden Diskurs, der seinerzeit angeregt wurde. Dieses Engagement umfasst, dass Sie zum einen die Medienangebote in und um Dresden jährlich mit der Cross-Media-Tour für Kinder und Jugendliche bereichern, aber auch, indem Sie sich vorgenommen haben, als eines von 2 sächsischen Netzwerken sich den immer wieder neu wachsenden medialen Bildungsaufgaben zu stellen und Handlungsstrategien für deren Lösung zu entwickeln. Ich danke Ihnen für dieses Engagement ausdrücklich und versichere Ihnen, dass die SLM und der Medienrat Sie auch in Zukunft im Rahmen unserer Möglichkeiten fördern und begleiten wird. Jetzt darf ich aber, wie angekündigt, noch einige Sätze zu Ihrer heutigen Diskussionsgrundlage vortragen. Wir begrüßen es, dass Sie sich der Diskussion stellen, ob und welche Standards in der beruflichen Qualifizierung und in der Ausgestaltung von Bildungs- und Kompetenzangeboten verstärkt Beachtung finden sollen. Während es aus meiner Sicht schwierig bis unmöglich sein dürfte, etwa den Grad und die Ausprägung von Medienkompetenz anhand von Kriterien ermitteln zu wollen, macht es durchaus Sinn, für die Vielfalt der zugrunde liegenden Angebote und Projekte einen inhaltlichen Leitfaden für deren Einordnung zu entwickeln. Nicht zuletzt deswegen, weil die Berufsbezeichnung Medienpädagoge kein geschützter Begriff ist und unterschiedliche Vorstellungen darüber existieren, was gute und qualitativ wertvolle medienpädagogische Arbeit eigentlich auszeichnet.
Um diese vielfältigen Blickwinkel in der Praxis sinnvoll miteinander zu verknüpfen, ist es vor allem aus Sicht eines Förderers, wie es die SLM ist, ein gemeinsames Grundverständnis angebracht. Zumal wir häufig in Anträgen feststellen, dass die Begrifflichkeiten, die Medienbildung, Medienkompetenz, Medienaneignung nicht voneinander getrennt, sondern in vielen Anträgen synonym verwandt werden. Doch was ein gutes medienpädagogisches Projekt ausmacht und von anderen weniger gut konzipierten Projekten unterscheidet, kann nur dann beantwortet werden, wenn man sich auf den Weg macht, gemeinsame Leitlinien oder Standards zu erarbeiten. Und so, wie die SLM für sich und alle potenziellen Antragsteller ein Leitbild zur Medienkompetenzförderung formuliert hat, Herr Buchele war da ganz federführend mit dabei, um die Orientierung und Einordnung zu erleichtern, können die von Ihnen beabsichtigten Standards in der Medienbildung helfen, die medienpädagogische Arbeit nicht nur in Dresden und Umgebung zu qualifizieren, sondern über diesen Raum hinaus Impulse zu geben und die Arbeit zu fördern. In der Frage, ob das in Ihrem Papier dargestellte Ampelmodell als Lösung taugt, bin ich möglicherweise befangen. Ich empfehle jedenfalls die vorgeschlagene Farbenlehre hinsichtlich der Crossmedialität und der Ganzheitlichkeit umzukehren. Zu prüfen wäre auch, ob der Aspekt der fachlichen Qualifizierung und Weiterbildung aufgenommen werden kann und ob der Umfang der rechtlichen Anforderungen in ein etwas ausgewogeneres Verhältnis zu den anderen maßgeblichen Anforderungen gesetzt werden kann. Aber Sie sind die Fachleute, Sie werden heute hoffentlich produktiv und ein für uns alle verwertbares Standardpapier erarbeiten. Ich wünsche Ihnen jedenfalls dafür sehr viel Erfolg. Bevor ich schließe, darf ich Sie jedoch ganz herzlich einladen, heute zur Verleihung des Medienpädagogischen Preises in das Filmtheater Schauburg zu kommen. Dort erwartet Sie die Prämierung der besten sächsischen Medienkompetenzprojekte 2015. Der Präsident, Herr Sagona, hat gestern Abend noch an seiner Rede gefeilt. Das wird sicherlich sehr unterhaltsam. Und im Anschluss an diese Preisvergabe dürfen Sie eine besondere Filmpremiere erleben. Es ist der Film mit dem Titel Der kleine Prinz. Sie alle kennen Saint-Exupéry. Und ich habe heute Morgen Deutschlandfunk gehört und eine ganz positive Rezension des Films gehört. Das wird mit Sicherheit also ein spannender, interessanter Film für die ganze Familie. Danach gibt es noch was zu essen, auch nicht ganz unwesentlich. Und es ist Raum für weitere Gespräche. Ich wünsche Ihnen ein gutes Gelingen der heutigen Tagung und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bitte Herrn Kurzke, jetzt wieder das Mikrofon zu übernehmen. Vielen Dank. Sie sehen, beziehungsweise ihr seht, es gibt heute noch eine zweite Veranstaltung, die interessant ist. Die jetzige ist noch interessanter, denn wir bleiben hierbei. Klaus Winterfeld vom Kulturamt Dresden wird sich jetzt auch noch mit Worten an uns richten. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir zwei Grußworte haben, dass sie sich auf den Weg gemacht haben. Und betone auch nochmal die Einladung, die für nachher ausgesprochen ist. Wir haben extra den Tag so gestrickt, dass es gut möglich ist, dahin zu kommen und dort teilzunehmen. Vielen Dank. Herr Kurzke, liebe Frau Ködel und alle Mitwirkenden des Netzwerkes, sowie natürlich auch die anderen Teilnehmenden. Ich darf Sie herzlich im Namen der Landeshauptstadt Dresden und insbesondere unseres Amtsleiters, also des Leiters des Amtes für Kultur und Denkmalschutzes, der in einer anderen wichtigen Sache unterwegs ist, begrüßen. Wir vertreten uns immer gegenseitig. Heute Nachmittag wird zum Beispiel der Herr Wiemer bei Ihrer Veranstaltung, also der Veranstaltung der SLM, den Oberbürgermeister vertreten. Also er, das zeigt sich daran, denke ich, nimmt die Medienbildung auch sehr wichtig. Ich lasse vielleicht mal so ein kurz Revue passieren, warum für uns als Landeshauptstadt die Medienbildung wichtig ist. Und kann da gleich so ein bisschen berichten über das, was so in den letzten 10 Jahren, so lange bin ich hier im Amt, passiert ist. Aber nur so ein paar Stichworte. Verankert ist der Punkt Medienbildung bei uns spätestens seit 2007 relativ fest durch den Kulturentwicklungsplan. Seitdem spielt der Schwerpunkt kulturelle Bildung eine besondere Rolle und, wenn man so will, als Spezialgebiet eben die Medienbildung.
Und wenn man sich anguckt, warum? Dann natürlich, weil es ist letztendlich der Schlüssel, Medienbildung, überhaupt kulturelle Bildung, Schlüssel für die Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an Kultur und letztendlich Gesellschaft überhaupt. Das, denke ich, ist so die Grundlage, warum überhaupt die kulturelle Bildung und hier die Medienbildung also für uns als Landeshauptstadt so wichtig ist. Und wenn man sich das anguckt, sind jetzt 8 Jahre vergangen, seitdem das festgelegt ist, ist da auch tatsächlich sehr viel passiert in der Umsetzung. Anderer Schwerpunkt, den wir damals gesetzt haben und der so besonders hervorgehoben wurde, war die besondere Förderung der zeitgenössischen Künste. Für mich ist eigentlich immer interessant gewesen, dass dieser Punkt kulturelle Bildung eigentlich unumstritten war. Also wir sind damals im Kontext des Ämterdurchlaufs, ne? Das ist ja schön bürokratisch. Also ich bin nebenbei auch verantwortlich für diesen Bereich Kulturentwicklungsplanung, deshalb habe ich da doch echt viele Einblicke. Und wir sind also im Kontext dieses Ämterdurchlaufs durch alle Ortsämter gezogen. Und über die kulturelle Bildung wurde eigentlich nicht so viel geredet, weil es war allen einleuchtend und es war allen klar und da gab es eigentlich keine Diskussion über die zeitgenössischen Künste. Da war man sich nicht so einig. Ne? Das fand ich ganz interessant, dass es da einen großen Konsens letztendlich auch gab und immer noch gibt. Und wir sind ja jetzt im Moment bei der Fortschreibung dieses Kulturentwicklungsplanes und ich denke, da wird die kulturelle Bildung letztendlich genauso einen hohen Stellenwert haben. Das ist also da auch unumstritten. Ja, letztendlich, Sie wissen es, kann man viele Worte über den Stellenwert und die große Bedeutung von allem Möglichen verlieren. Entscheidend sind letztendlich immer die Zahlen, die das dann ausdrücken, was man darunter versteht. Und wenn wir mal gucken, der Bereich Medienbildung wird bei uns so pro Jahr mit ungefähr 180.000 Euro gefördert, allein für die Institutionen. Das sind also jetzt, das ist nur der Bereich der institutionellen Förderung. Daneben, separat gewissermaßen, gibt es natürlich noch eine Förderung für einzelne Projekte. Und in diesen 180.000 Euro sind eigentlich nur die Institutionen zusammengezählt von der Summe her, die also vorrangig für die Medienbildung sind. Also zum Beispiel Medienkulturzentrum Dresden ist damit drin, Objektiv e.V. ist damit drin, manche verbinden damit das Stichwort Schulkino Dresden und als neuester Akteur, der mit auf der Liste steht, im Fantasia e.V. Seit diesem Jahr in der Förderung, da sind wir auch ganz froh. Also diese Liste ist also auch nicht abgeschlossen, sondern da bewegt sich immer noch einiges. Aber zum Beispiel gibt es natürlich auch noch andere Institutionen wie die TMA, die auch diesen Bereich Medienbildung beackert, oder das Putjatin-Haus hat auch diesen Schwerpunkt seit einer relativ kurzen Zeit und wird auch von uns gefördert, aber da ist es eben nicht der dominante Schwerpunkt, deshalb sind diese genannten Institutionen jetzt nicht mit in dieser Summe oder kommt da nicht mit vor. Ja, die Unterstützung der Landeshauptstadt beschränkt sich dabei nicht auf die einfache Förderung, sondern wir bringen uns da auch inhaltlich mit ein. Zum Beispiel war sozusagen die Landeshauptstadt auch mit einer der Ideengeber für die Cross-Media-Tour, die sich in den 7 Jahren der Umsetzung ja doch zu einem großartigen Erfolgsmodell entwickelt hat. Ich habe mir ja gerade in dieser Woche auch nochmal berichten lassen, wie die Gesamteinschätzung war, und es ist doch wirklich tatsächlich ein tolles Unterfangen, wo gerade auch dieses Anliegen an Personen, an Menschen heranzukommen, sie einzubeziehen in die Medienbildung, denen es nicht unbedingt leicht fällt. Und gerade dieses Anliegen, da also immer dran zu bleiben, das ist eigentlich tatsächlich auch die Kunst, oder da gehört, oder es ist letztendlich an dicken Brettern bohren, also an Personen ranzukommen, die also generell von Hause aus durch verschiedene Hintergründe letztendlich einen schwereren Zugang zur Medienbildung, zur kulturellen Bildung, überhaupt auch zur Teilhabe, muss man sagen, haben. Und das ist uns also sehr wichtig und wird ja zum Beispiel eben auch bei der Cross-Media-Tour immer wieder versucht, durch verschiedene Stellschrauben, muss man sagen, zu bewerkstelligen. Ja, nicht zuletzt ist auch die Unterstützung des Netzwerkes Medienbildung für uns wichtig. Wir arbeiten da ja als Amt bzw. als Mitarbeiter eng zusammen, beteiligen uns an verschiedenen Runden oder unterstützen auch diesen
Fachtag. Ja, in dem Sinne möchte ich Sie da alle bestärken, an diesen Standards weiterzuarbeiten, sich zu diesen Netzwerken, die ja in Dresden da sehr letztendlich fruchtbar sind in dem, was sie bewerkstelligen, was sie auf die Beine stellen. Möchte ich Sie also bestärken, an diesem Thema dran zu bleiben und wünsche Ihnen für die heutigen Diskussionen, für die verschiedenen Runden viel Erfolg, viele Erkenntnisse und bin also auch selbst sehr gespannt, was letztendlich da rauskommt und wie sich das Papier, das ja in Ihren Mappen sich befindet, wie sich das weiterentwickelt und ob vielleicht noch weitere UAGs, ich bin ja begeistert über diesen Begriff der UAG, Unterarbeitsgruppe, also ob es weitere UAGs geben wird. Ja, viel Erfolg und viel Vergnügen. Vielen Dank für die zwei motivierenden und unterstützenden Grußworte, die auch nochmal unterstreichen, dass Sie den ganzen Vorbereitungsprozess und auch die Umsetzung letztlich mit ermöglichen, jeweils aus Ihren Kontexten heraus. Vielen Dank für das Kommen und ja, das Mitdenken. Das Programm heute wird derart gestaltet sein, dass wir jetzt im Folgenden zwei Impulsreferate hören. Einen Beitrag, der sich aus theoretischer Perspektive dem Veranstaltungsthema annähert und einen eher aus einer praktischen Perspektive. Dann soll eine Pause folgen und im Anschluss daran sind alle eingeladen, ganz konkret an den Standards zu arbeiten in einem World Café. Wie das dann wiederum stattfinden wird, erkläre ich dann zu gegebenen Zeitpunkt. Ansonsten freuen wir uns sehr, dass Liane Hoder zu uns gekommen ist. Sie wird hier immer wieder gut sichtbar für alle am Graphic Recording arbeiten. Wir werden also auch nochmal eine ganz andere Perspektive im Entstehen erleben auf das Veranstaltungsthema und auf die Gedanken, die hier geäußert werden und zusammengetragen werden. Wir sind gespannt und schön, dass wir da auch immer direkt mit gleich zuschauen können.